Moin Moin, mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, der Twit-Doc, und ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen, was es ganz neu bei Twitter gibt. Ich hatte es zwar schon angekündigt, aber jetzt ist es da. Gehen Sie auf Ihrer Startseite etwas nach unten und Sie sehen hier in der Trendanzeige jetzt die Möglichkeit, das örtlich zuzuordnen. Hier einfach draufdrücken. Das ist die gute Nachricht, das ist jetzt möglich. Die schlechte Nachricht: Deutschland ist natürlich noch nicht dabei, kann also noch gar nicht ausgewählt werden. Es gibt worldwide Brasilien, Kanada und so weiter, Mexiko, England, aber Deutschland fehlt und bei den Städten natürlich erstmal nur die amerikanischen Städte. Aber diese Funktion wird sicherlich ausgebaut und irgendwann wird hier auch Deutschland oder Berlin und München vielleicht stehen. Aber damit Sie wissen, was dieses Kästchen hier zu bedeuten hat, drücken Sie an, ob Sie vielleicht wissen wollen, was in England oder in Amerika oder weltweit gerade am meisten auf Twitter diskutiert wird. Drücken auf Dann, ich nehme jetzt Worldwide. Dann, und dann sind das hier die Themen, Trending-Themen weltweit. Wenn es auf Deutsch ist, werde ich mich wieder melden, damit Sie das dann einstellen können, dass es auf Deutsch auch bei Ihnen steht. So, das war's für heute. Schauen Sie einfach auch nochmal unter diesen Link auf das interessante Interview. Probieren Sie das Programm Mood Tweety einfach mal aus, möchte ich Ihnen noch empfehlen. Und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Video. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, Internet so einfach wie möglich, alle Angaben sind ohne Gewähr und tschüss.